was ist das da? Das ist Gott, wo kommen die alle her? Ist das so 3, 4 vielleicht? Jetzt auch nicht mit so vielen gehen. Ja, was für Eiche. Versorgt. Die sich selber, oder was? Keine Ahnung. Stopp. Die gehen schon mal alle zu dem Eimer, der da steht. Die müssen uns so viel bescheuert halten. Ich bin gespannt, was da drin ist. Frische. Nee, Äpfel. Rot oder so. Wow. Und jetzt so alles da auf der Welt. Was ist das? Äpfel. Da kommen voll viele. Wie Fledermäuse. So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Storchenfütterung. Vorab die kurze Bitte, die Fütterungswiese während und auch nach der Fütterung nicht zu betreten. Was ich jetzt hier gerade verteilt habe, dabei handelt es sich um tote männliche Eintagsküken. Diese stammen aus großen Brütereien, wo sie weder zu Eiern noch zur Fleischproduktion Verwendung finden. Und diese werden dann an Futterhändler verkauft, von denen Tierparks, Revier oder Zoos diese dann auch wieder beziehen können. Oder sie werden zu Tiermehl weiterverarbeitet. Hierbei handelt es sich wirklich um eine reine Zufütterung. Das heißt, die Störche müssen sich natürlich auf den umliegenden Wiesen und Feldern selbst besorgen. Dort steht vor allem auf dem Speiseplan Kleingetier wie Schnecken und Würmer, Insekten wie Käfer oder Heuschrecken und auch kleine Wirbeltiere wie zum Beispiel Mäuse oder Maulwürfe. Ja, und selbst vor Aas schrecken die Störche nicht zurück. Das heißt, wenn hier am Weiher mal ein toter Fisch an Land gespült wird, dann ist natürlich auch das eine willkommene Abwechslung. Und zum Beispiel gerade große Schwärme an Wanderheuschrecken in Afrika stellen eine sehr wichtige Nahrungsgrundlage für unsere Störche dar. Ja, Störche nehmen somit ausschließlich tierische Nahrung zu sich und die Beutetiere müssen eigentlich auch nur 2 Bedingungen erfüllen. Erstens nämlich darf die Beute nicht zu groß sein, denn wie man hier sehr schön beobachten kann, schluckt der Storch die Beute im Ganzen hinunter. Zweitens darf sie aber auch nicht zu schnell sein. Störche zählen nämlich zu den sogenannten Schreitjägern, sind dementsprechend eher gemütlich auf den Feldern unterwegs und zu schnelle Beute erwischen sie dann natürlich nicht. Ja, jetzt haben wir ein paar Tiere hier versammelt. Dann kann ich mal eben sehr schön zu sprechen kommen auf die Unterschiede zwischen Storchenhahn und Storchenhenne. Ich denke, es wird schon auf den ersten Blick klar, dass das nicht ganz einfach ist. Hat denn vielleicht jemand von Ihnen eine Idee, woran man hier Männchen und Weibchen unterscheiden kann? Penis. Am Schnabel. Sehr gut, perfekt. Also man kann tatsächlich am Schnabel sehen, ob es sich um Männchen oder um Weibchen handelt. Schauen wir mal, ob wir hier sehr 2 schöne Beispiele haben. Nehmen wir gerade mal den Storch, der von mir aus jetzt auf der linken Seite läuft. Da haben wir ein Männchen. Und der Storch hier vorne, der den Ring unten trägt, da haben wir ein Weibchen. Ich denke, da sieht man das recht deutlich. Ja, und der Weißstorch ist bei uns in Deutschland natürlich auch als Klapperstorch bekannt. Das Klappern hat 2 Bedeutungen. Es dient der Kommunikation. Erstens mal dient es der Begrüßung, wenn der Partner zurück an den Horst kommt, sprich zur Paarbindung. Es kann aber auch das genaue Gegenteil bedeuten, nämlich wenn zum Beispiel ein fremder Storch zu dicht an den eigenen, gibt es da hinten ein bisschen Aufruhr bei den Gänsen, ja, wenn ein fremder Storch zu dicht an den eigenen Horst herankommt, dann heißt das Ganze so viel wie bleib auf Abstand, sonst gibt es Ärger.
Ja, und wie bei allen Vögeln auch, beginnt das Leben eines Storches natürlich im Ei. Das Weibchen legt Anfang April zwischen 3 und 5 Eier in ihr Nest. Und zwar im Abstand von 2 Tagen je Ei. Und nach 32 Tagen schlüpfen die jungen Störche dann auch in der Reihenfolge, in der die Eier gelegt wurden. Und das ergibt einen großen Vorteil für die zuerst geschlüpften Jungtiere, und das liegt an der Fütterungstechnik. Denn im Gegensatz zu anderen Singvögeln, die Beute genau in den Schnabel der Jungen stecken, im Gegensatz dazu würgen die Störche die Beute hervor in den Nestboden, und die Kleinen müssen sich das in einem Streit erkämpfen. Sollte es nun mal ein Jahr geben, in dem für die Jungstörche nur sehr wenig Nahrung vorhanden ist, ist somit gewährleistet, dass sich zumindest das größte und stärkste Jungtier durchsetzen kann und somit den Sommer auch gut übersteht. Aber bei ausreichendem Nahrungsangebot oder auch durch eine solche Zufütterung wie hier haben natürlich auch die kleinsten Nester eine gute und reelle Chance. Ja, nach 8 Wochen, da sind die Jungstörche dann schon so groß wie ihre Eltern. Das sind im Stand 90 cm und sie haben dann eine Flügelspannweite von 2 Metern. Aber wie sieht es denn mit dem Gewicht aus? Was schätzen Sie, wie schwer so ein Storch wird? Ungefähr. 2 Kilo, sagen Sie? Okay. Was meint der Rest? 10. Passt das? 7. 7, okay. 10. 12, jetzt kommen wir immer höher. Was meinst du? 6 Kilo. Ich muss sagen, mit den 2 Kilo waren wir eigentlich gar nicht so schlecht. So ein Storch, der wiegt nämlich tatsächlich in der Regel im Durchschnitt nur 3,5 Kilo.